What's your limit? Hey Leute, was läuft? Wir haben es jetzt 23.39 Uhr. Ich habe auf Snapchat Karl-S vor ein paar Tagen ja versprochen, als ich noch in Rio war, dass wenn einige Leute bei mir auf Instagram kommentieren, dass sie ein Shreds-Video haben wollen, weil mich extrem viele auf den ganzen Social-Media-Plattformen schon angefragt haben, wenn man da postet, dann mache ich ein Video. Ich mach's jetzt. Und so viele Leute haben sich aufgeregt, auch viele von meinen Kollegen, die selber YouTube-Channels haben, Instagram-Seiten, haben sich mega aufgeregt und gesagt, oh Mann, das ganze Scammer-Zeug, die ganzen Leute auf Social Media werden jetzt alle so unglaubwürdig. Aber ich sehe das ganz anders. Ich bin eigentlich mega froh, dass sowas mal rausgekommen ist, weil ich will das ganze Video jetzt auch gar nicht speziell über Shreds machen. Ich habe auch schon vor 10 Jahren in irgendwelchen Fitness-Magazinen Leute gesehen, die gefotoshoppt waren, die Transformationen gezeigt haben, die sie anscheinend dank irgendeinem Supplement gemacht haben, innerhalb von 2 Wochen, obwohl sie übelst auf Stoff waren und schon vorher so aussehen und alles von vorn bis hinten gefaked war. Das heißt, das ist ein großes Problem von der gesamten Industrie. Ich meine, wir waren jetzt gerade vor kurzem auf der FIBO, da sieht man es, da stehen die ganzen Leute am Stand und behaupten, die sehen wegen ihrem Proteinkeks so aus, wie sie aussehen, und so ist es einfach nicht. Deswegen, es ist jetzt natürlich für Shreds schade, dass es halt Shreds erwischt hat. Ich habe mir jetzt hier einige Aufschriebe gemacht, das heißt, ich werde jetzt anhand dieser Punkte geben, weil ich habe mir jetzt mal die ganze Sache angeschaut. Ich verfolge auch Shreds mega lang. Ich glaube, der allererste, der mich drauf gebracht hat, war der Patrick Reiser, und er meinte, hey Mann, die Mann, voll das krasse Marketing Bro und so. Und habe ich mir angeschaut, ich meinte, Alter, das ist eine richtig kranke Scheiße, die die eigentlich machen. Das ist ein richtig klassischer 0815 Ami-Scam. Und ich muss aber auch eine Sache sagen. Die deutsche Industrie ist noch deutlich sauberer als die Ami-Industrie, weil die ist auch viel anonymer. Da gibt es auch Unternehmen, die haben 10 verschiedene Brands und so weiter. Also ich muss schon mal entwarnen, in Deutschland ist die ganze Sache deutlich sauberer. Aber ich kann auch nicht die ganze Verantwortung bei der Industrie suchen und die Industrie an allem verantwortlich machen. Denn du, genau du, der gerade zuschaust, ja, trägst auch Verantwortung und hast auch oft Schuld. Ich muss sagen, bei mir, bei meinen Zuschauern mittlerweile sind extrem viele dabei. Ich muss einfach sagen, bei mir auf dem Kanal ist definitiv erhöhtes Niveau. Die Leute stellen qualifizierte Fragen, die Leute interessieren sich, die schauen sich auch mal ein Tafelvideo an, wie das da hinten jetzt, was demnächst rauskommt, was einfach mal 20 Minuten an der Tafel ist, kein Infotainment, nicht irgendwo am Rumspringen. Und deswegen denke ich, bei mir sind da weniger Leute auf dem Kanal, die auf solche Dinge überhaupt reinfallen würden. Aber ich fange jetzt mal an. Zuallererst mal, jemand, der überteuerte Subs kauft, weil es wird ja Shreds vorgeworfen, dass die im Monatspackung Kreatin für 50 Euro einkaufen. Leute, wer eine Monatspackung Kreatin für 50 Euro einkauft, der ist selber schuld. Dann kommt die zweite Sache, und zwar, dass sie natürlich mit nur gestofften Fake-Nerds ihr Zeug bewerben. Das muss doch auch mittlerweile jedem klar sein. Geht doch einfach mal auf diese ganzen Shreds-Athleten. Oder auf die ganzen Athleten von diesen ganzen Social-Media-Marken. 80% von den Leuten sind halt einfach Fake-Nadies, sind hochgestofft, sehen schon seit x Jahren so aus, nehmen auf einmal jetzt diese Supplements und behaupten, dass sie auf einmal wegen des Supplements so aussehen. Und wer das dann halt glaubt, weil er irgendein Fanboy von diesen Leuten auf Instagram oder so ist, der hat es halt auch wiederum selber schuld. Man muss dann auch in dieser Welt für sich selber Verantwortung übernehmen und selber nachrecherchieren. Wer immer noch glaubt, dass gesättigte Fettsäuren und Bacon halt gesund ist, ja, nur weil es Jamie Oliver in seinem neuen Buch über Superfood schreibt, dass Bacon halt ein Superfood ist und es gesund sei, dann, und Leute, ihr müsst halt die wissenschaftlichen Studien lesen, ihr müsst euch darüber informieren, was ist wahr, was ist falsch, was ist möglich, und es ist eure Verantwortung, weil es gibt so viele, auch in allen Industrien, die wollen euch das Geld aus der Tasche ziehen. So einfach ist es, ja. Das heißt, bei denen liegt auch eine Schuld, aber bei euch liegt definitiv auch eine Schuld. Ja? Dann das Nächste, was diese Leute da gemacht haben, diese ganzen 30-Tages-Challenges, das ist immer schon was, was mir immer auch mega auf den Sack ging. Die Leute kaufen ein Programm, was irgendwie einen Monat lang geht oder zwei, und beschweren sich dann hinterher, dass sie nicht so krass aussehen. Das ist wieder der nächste Punkt. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich gemacht habe, wo ganz klar erklärt wird, wie viel Muskelmasse kann man in einer gewissen Zeit aufbauen und wie viel Fett kann man in einer gewissen Zeit verbrennen. 1 Kilogramm Fett
bedeutet nun mal 7000 gespeicherte Kalorien. Das heißt, man kann sich ja ausrechnen, wenn man beispielsweise ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien pro Tag fährt, dann heißt es pro Woche 3500 Kalorien. Das heißt also ein halbes Kilogramm Fett pro Woche. Und wenn dann jemand nach 30 Tagen so aussieht, als ob er halt 10 Kilo aufgebaut hat oder 10 Kilo und gleichzeitig noch 10 Kilo definiert hat und ihr das glaubt und das dann kauft, dann seid ihr leider wieder selber schuld. Also ich rufe hier wirklich jeden auf, dass man die Gehirnzellen einschaltet. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Dann kommt der nächste Punkt, Photoshop-Scams. Das ist natürlich eine Sache, das ist halt einfach rassig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte selber nicht erkannt, dass diese ganzen Leute, beispielsweise dieser Devin Physik, ich dachte halt echt, der sieht so aus, ja. Dann habe ich die Videos gesehen und dann fiel mir erst auf seinen YouTube-Videos, dass der halt echt da am Scammen war. Aber das ist natürlich eine Sache, wer halt seine Bilder halt photoshoppt, ich meine, aber wiederum, das macht natürlich auch jeder. Auf jedem Frauen-Brigitte-Magazin sind die Mädels auch photoshoppt, also ich finde, da kann man sich auch nicht drüber beschweren. Was natürlich richtig asozial war, dass die zwei Sachen waren richtig assig, finde ich. Und zwar, die haben natürlich das Preisgeld nicht ausbezahlt für diese Challenges, also die 10.000 Euro haben sie nicht ausbezahlt. Und das Zweite, was sie gemacht haben, der Devin Physik beispielsweise, der hat keine Rückgabe gegeben auf seine Programme und hat beispielsweise bei PayPal eingestellt, Freunde und Familie und nicht Business, und dann kann man keine Rückgabe machen. Aber das kann man halt auch wieder als Konsument wissen. Ihr müsst euch einfach informieren, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt eigentlich hier schon mal die wichtigsten Punkte durch und ihr seht, ich sage zwar, dass diese ganzen Fitnessunternehmen viel Dreck am Stecken haben und viel Scheiße machen, aber das ist so offensichtlicher Dreck, den die am Stecken haben. Die ganzen Fake-Bilder, die Fake-Transformation, die überteuerten Subs, diese ganzen Behauptungen, das ist eigentlich so offensichtlich, das Ganze. Und meine Kollegen und ich, wir sind ja schon seit so lang am Aufklären, dass ich eigentlich gar nicht verstehe, wie man auf sowas noch reinfallen kann. Aber ich glaube auch, dass viel weniger Deutsche auf sowas reinfallen, wegen eben unserer Social Media Umwelt als Amis. Und jetzt habe ich noch einen weiteren Punkt. Und zwar, die ganzen Leute, die beispielsweise Aktien gekauft haben, als der Aktiencrash war. Was wollten die Leute? Die Leute wollten im Endeffekt mit den Aktien Geld verdienen, ohne zu arbeiten. Du gehst also her, willst nicht arbeiten, aber trotzdem Geld verdienen. Und dann, wenn es nicht klappt, beschwert man sich hinterher. Das heißt, ich will von jedem, dass er sich mal selber überhaupt fragt, was ist er denn bereit zu geben? Denn man geht jetzt her und man will irgendwie in 30 Tagen mit irgendwelchen komischen Supplements übel krass Muskeln aufbauen, ein Sixpack kriegen, alles Mögliche, aber man ist nichts bereit zu geben. Was bist du bereit zu geben, um einen krassen Körper aufzubauen? Dauert es mal mindestens, dass man gute Veränderungen sieht, ein halbes Jahr, davor braucht man gar nicht anfangen. Mein Bodywork 360 Programm, das ging von Anfang an immer schon 6 Monate. Das war das Minimum und man erweitert es dann auf ein Jahr. Das ist ganz klar, das heißt, man muss bereit sein, Monate und Jahre reinzustecken. Man muss bereit sein, viel, viel mehr Geld reinzustecken, wie das, was die Programme eigentlich kosten. Denn man muss nämlich noch die Ernährung mitberechnen. Man muss natürlich noch mitberechnen, dass man in der Zeit nicht irgendwie einen Nebenjob arbeiten kann. Man muss das Gym bezahlen, man muss x Sachen machen. Das heißt, wer denkt, der sich einfach in 30 Tagen für 100, 200, 300 Dollar oder Euro ein Programm kauft, der ist natürlich schon von der Grundeinstellung so, er will eigentlich gar nichts dafür tun, er will einfach nur Zahlen auf den Knopf drücken und das kriegen. Und das läuft einfach nicht. Es muss sich jeder hier mal die Frage stellen, was ist er denn bereit zu geben, zu tun, zu opfern, Zeit, Geld, und man investiert erstmal vorher rein. Man muss mit der Einstellung rangehen, ich werde jetzt verdammt nochmal einen Trainingsplan machen, einen Ernährungsplan machen, ich werde jetzt am Wochenende nicht mehr saufen gehen, ich werde diese ganzen Schritte machen und ich werde 6 Monate lang trainieren und Gas geben und erst dann werde ich schauen, was passiert ist, und erst dann will ich ein Resultat erwarten. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, melde mich an und messe schon jeden Tag mein Bizeps. Die Leute, die wollen immer schon was haben. Das ist genauso, wie man geht zur Bank mit einem Kredit, kauft sich einen neuen Flachbildfernseher oder kauft sich ein neues Auto, und das ist die Mentalität, dann zahlt man später ab. Früher hat man das nicht gemacht. Man ist hergegangen und hat zuerst gearbeitet, zuerst gespart und sich dann was gekauft. Und so läuft es im Fitness. Man muss in Vorleistung gehen, man steckt erst was rein und dann bekommt man erst was zurück. Und es ist eine Mentalität, eine Einstellungssache, und es müssen einfach die jungen Leute lernen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Das ist mir extrem, extrem wichtig. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und mein Punkt ist der, was man für eine Vision bei dem Ganzen hat. Was hast du überhaupt für eine Vision? Schreib mir mal auf, was bist du bereit zu geben und was hast du für eine Vision für deinen Lifestyle? Und ich habe hier für meinen Channel die Vision, dass man 100.000 wahre, echte Transformationen zeigt. Nicht irgendwelche Fake-Transformationen, sondern Leute, die entweder mit Fitness angefangen haben, die schon dabei waren, Muskeln aufgebaut haben, abgenommen haben, oder Leute, die sich auf eine pflanzliche Ernährung eingelassen haben und sich heute vegan ernähren und einfach einen Schritt vorwärts gemacht haben, dass man hier gemeinsam wirklich langfristig besser wird. Das heißt, wenn einer von euch eine echte geile Transformation hat mit meinen Tipps und mit meinen Fitnessprogrammen, dann mailt sie mir bitte hier unten hin. Ich werde die bei mir immer auf Instagram posten. Ich mache jetzt eine große Seite, wo ich die ganzen Transformations auch sammle, weil wir das Bodywork schon x-tausend Stück haben und da kommt jetzt noch einiges und das will ich bewirken. Ich will, dass die Leute wissen, was sind realistische Erwartungshaltungen, die man zeitlich setzen kann. Wie viel Muskeln kann man in welcher Zeit aufbauen? Wie viel Fett kann man in welcher Zeit verbrennen? Und ich will, dass die Leute auch vorher hergehen und nicht so einen Quickfix machen wollen und irgendwie auf einen Scheißhaufen Sahne drauf sprühen wollen, kurz mal, sondern dass man sie wirklich von unten ein Fundament aufbaut. Und diese ganzen Firmen, die das machen, auch Shreds jetzt, da fällt eigentlich niemand drauf rein, der sich vorher informiert, Punkt Nummer 1, der bereit ist zu arbeiten, Punkt Nummer 2, und der die richtige Einstellung und die richtige Mentalität zu dem ganzen Thema hat. Deswegen, jeder, der hier abgezockt wurde, der muss auch sich selber hinterfragen. Wir haben jetzt hier ein deutlich größeres Ziel und das werden wir gemeinsam erreichen. Das heißt, wie schon gesagt, hier auf dem Channel kommt jetzt extrem viel geile, kostenlose Info auf euch zu. Schickt mir eure Transformation. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und das soll ein positives Video sein, Leute. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass es hier ein positives Video sein soll, dass jeder diese Dinge, die ich jetzt hier besprochen habe, zu Herzen nehmen soll. Und dass diese Industrie einfach eine sauberere und eine positivere Industrie wird. Und wir alle gemeinsam vorankommen. Euer Karl. Haut rein. Ciao.